Liebe Leute, die Kombi für Anfänger 2 für diese Woche. Wir zeigen euch die Kombi mit etwas Musik. In die andere Richtung. So, schick, schick, schick. Ich fange an mit den Schritten für die Follower. Ich habe den Grundschritt nach hinten, Grundschritt nach vorne. Ich gehe in den Lateral, ich gehe etwas in Diagonal nach hinten mit dem linken Fuß. Weg aus der Linie. 1, 2, 3. Ich führe Ihre Lateral. Hier konnte ich natürlich weiter mit dem Lateral machen, so wie ich möchte. Nicht vergessen, bei Lateral die Schritte immer zusammenzubringen und dann die Fußspitze nach außen zu halten. Wir werden um sie gehen und dann gehen wir. Der erste Schritt zur Seite, ich gehe nach vorne diagonal und dann, wenn wir die drei machen, wir sind ganz auf der anderen Seite von der Linie. Das zeige ich am liebsten hier mit Olga, das ist lateral. Und dann, meine Schritte jetzt sind hier zur Seite, in diagonal nach vorne und dann, ich bin schon auf der anderen Seite bei drei. Während ich sie drehe, ich habe erstmal eine Torsion in meinem Oberkörper hier nach rechts und ich gehe mit dem rechten Fuß nach vorne. Noch einen Schritt mit dem linken Fuß, ich bin schon jetzt auf die andere Seite und mein dritter Schritt wird etwas öffnen, damit sie das Gewicht zurück verlagern. Gut. Wenn ich jetzt weitermache, dann haben wir die Schritte vom Boomerang Reverse. Die sind, erster Schritt ist etwas entgegen, aber danach werde ich parallel zu ihr weitergehen. Das ist der erste Schritt. 2, 3 und bei 1, ich werde etwas in Diagonal nach vorne gehen, damit wir gleich den Kreuzschritt von ihr führen können. Die 1 geht in Diagonal nach vorne, 2 weiter nach vorne, aber 3 zurück. Dann werden wir den Grundschritt haben, aber wir werden etwas in Diagonal zurückgehen nach rechts. Okay? Dann nach hinten, dritter Schritt ist nach vorne. Und hier sind wir schon auf der Linie von unserem Partner, gehen wir nach vorne in den Grundschritt und dann zurück. Ich zeige nochmal die Schritte mit Olga. Grundschritt nach hinten, nach vorne, lateral. Ich werde jetzt umsiegen, dann ich gehe mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, Entschuldigung. 1, Oberkörper zu ihr halten, bei 3 ich bin schon auf der anderen Seite. Hier, ich gehe mit rechts nach vorne, 2, 3 etwas zur Seite, so bringt ihr sie zurück. Boomerang Reverse, 1, 2, 3, wir sind hier mehr oder weniger parallel, weil gleich gehe ich nach vorne in Diagonal. Für mich ist das Gefühl, ich gehe mit dem Schritt zwischen ihre Füße. 1, 2, 3, ich bin auf der anderen Seite von der Linie. Und jetzt ich gehe in Diagonal, aber ich mache den Grundschritt. Ich stelle mich gegenüber, dritter Schritt nach vorne. Grundschritt nach vorne und zurück. Okay. Die Schritte für die Follower. Wir haben den Grundschritt, dann kommt lateral, dann den Grundschritt und gleich die Linksdrehung. Linksdrehung. Boomerang Reverse, drei Schritte auf der Linie und dann Grundschritt nach hinten, Entschuldigung, Kreuzschritt, weiter, genau, und dann den Grundschritt. Do you want to say something about the steps? Always keeping the line. Yeah, we, for the followers, we keep the line, we bring our heels always together, when we are doing step in the basic, together, in lateral, I bring my heels together,
I close my legs and I transfer my weight. Together. When we will do left turn and after the boomerang, we will do the same. We bring heels together, we keep a line and keep the line. Cross step the same. So if you will paint the line on the floor, you should always go in this line, not to the left or to the right. Die Linie halten, okay? Gut. Dann ich werde die Führung für die Lieder erklären. Bei den Lateral nicht vergessen, Oberkörper nach rechts, so geht sie nach vorne. Für mich es ist eine Torsion. Eins, zwei, jetzt muss ich diese kleine Führung machen, damit sie den Oberkörper dreht und das Gewicht vorne verlagert. Damit sie das Gewicht verlagert, ich gehe selber. Dann die rechte Hand rutschen lassen und weiter den Oberkörper nach links bringen, damit sie geht. Wir gehen aber nach rechts. Eins, vorne zurück. Hier könnt ihr den Lateral machen oder nicht. Wenn ich umsiege, ich halte ihre beiden Hände mehr oder weniger in der Mitte, okay? Von ihrer Achse, stelle ich vor, hier, gegenüber vom Gesicht. Mein Oberkörper geht nach rechts, damit ich sie nach vorne bringen kann. Und dabei bleibe ich mit der linken Hand sehr leicht gegenüber. Also hier habe ich keine Führung, jetzt in meine linke Hand. Und ich werde meine linke Hand innerhalb von ihrer Hand drehen. So gehe ich den Schritt und ich versuche nicht sehr weit von ihr zu sein. Eins, zwei, drei. Ich bin schon auf die andere Seite. Wenn ich jetzt den letzten Schritt mache, ich werde die Torsion haben, weil ich muss ihre Drehung führen. Dafür muss ich meinen Oberkörper nach rechts bringen, wenn sie nach hinten geht. Und ich gehe auf die andere Seite. Noch einen Schritt, ich bin jetzt ganz in die andere Seite. Auf die andere Seite und jetzt komme ich mit meinem Körper zurück. Einfach, wenn ihr die Schritte richtig macht, werdet ihr auch eure Partnerin führen können. Genau. Dann kommt die Drehung. Mein Oberkörper geht bei dem nächsten Schritt nach links und bei 1, ich fange schon an, die Hand hoch zu bringen. 1, 2, 3 und jetzt, wenn sie in die 1 geht, ich werde mit meinem rechten Fuß zwischen ihre Füße gehen und langsam machen, dass sie rotiert. Okay, dass sie ein Pivot macht auf den linken Fuß. Ich gehe den Schritt nach vorne. Ich bin wieder auf die andere Seite. Ich bringe sie zurück. Jetzt meine Schritte in Diagonal nach hinten, nach rechts. Ich bringe sie einen Schritt. Beim nächsten Schritt ich muss sie drehen. Drehen. Dann sie ist jetzt zu mir. Und ich gehe nach vorne. Hier bin ich ganz auf ihrer Linie. Und Schritt nach vorne und zurück. Following. For the followers. Grundschritt, alles ganz normal, lateral. I can say, bilateral, wir haben den Oberkörper zum Partner, ja, nicht vergessen. Erdet bitte euren Rahmen, die Hände werden natürlich, der Partner muss euch helfen, aber ihr werdet die Hände mehr oder weniger halten auf Bauchnabelhöhe. Die Füße sind immer noch zusammen, die Beine schließen, so wie wir bei dem Football gesagt haben. Wir verlagern immer das Gewicht, nicht vergessen, genau, bei jedem Schritt, wir verlagern das Gewicht, deutlich, gut. Wenn der Partner jetzt um euch geht und ihr in diese Position geht, denkt daran, ihr müsst eine gute Haltung haben, das bedeutet, relax the frame, das bedeutet, ihr könnt nicht in so eine Position gehen, ihr müsst maximal bis hier nachgeben, weiter dürft ihr nicht nachgeben, der Arm ist ungefähr, der Oberkörper, 90 Grad, der Oberarm ist 90 Grad Winkel zu Oberkörper. So we put our shoulders down. Eins, zwei, drei. Jetzt, wenn die Drehung kommt, diese Drehung ist eine Drehung nach hinten, euer Rahmen ist schon in der richtigen Position. Ihr müsst einfach nicht nachgeben. Eins, zwei, drei. Die Schritte weiter auf der Linie machen, so wie sie davor gezeigt hat. Und jetzt kommt Boomerang Reverse. Boomerang Reverse ist eine Drehung nach außen. Dann haben wir jetzt das Ellenbogen in eine Linie mit der Schulter.
Ja, jetzt sind wir nicht mehr in dieser Position, jetzt kommen wir zu dieser Position. Die Schritte gehen weiter in die Linie. Genau. Here is a really interesting moment. So we have our frame and we have our space. For the partner to rotate us to the cross step, we need to keep our space. So we don't bring our elbows behind. I keep my space and I give him a bit resistance to rotate me. So, damit wir den Rahmen nicht brechen, ihr müsst den Abstand halten zwischen Hand und Schulter. Wenn euer Partner nach vorne geht, ihr dürft nicht nachgeben, na, relax, ihr dürft nicht nachgeben, sondern wenn der Partner nach vorne geht, ihr müsst den Abstand halten. Und dann haben wir den Kreuzschritt. Oberkörper zum Partner halten und weiter mit dem Kreuzschritt. Ist okay? Gut. Schon die dritte Woche. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir uns sehen können und einfach in real life und nicht online. Okay? Sehen. Ciao, ciao.